Nach seinem Sieg im ersten Rennen von Samstag die Party des Wuppertalers schon in der Startaufstellung. Auf der Pole Günther Knobloch. Und für ihn ging es natürlich noch um einiges im Duell gegen Daniel Sutter auf der Kawasaki. Wer wird Zweiter in der Supersportkategorie? In Grün der Schweizer, in Rot der Österreicher. Der Start. Jesko Günther natürlich eher verhalten. Vorne, da geben es sich aber Günther Knobloch und Daniel Sutter richtig. Grün heißt, der Schweizer führt. Die Kawa, der Vizetitel, ja auch eine starke Leistung in dieser hart umkämpften Kategorie. Und die Rennaction wie immer vorbildlich bei den Supersportlern. Gefahren ja die Kurzanbindung, hier geht's rechts ab in Hockenheim, nicht der lange Kurs. Und mittlerweile auch das Ölbindemittel, kein großes Problem mehr. Lukas Peschek mischte da noch vorne mit. Stefan Kerschbaumer zeigte sich. Jan Bühn und der Sturz hier von Ben Gethke aus und vorbei für ihn. Und das Finale des Rennens sollte es dann noch einmal in sich haben. Günther Knobloch bremst sich da innen rein. Lukas Peschek mit den Arrivierten auf der Maya Suzuki zeigt sich der WM-erfahrene Tscheche mal vorne. Und immer wieder in der verkürzten Parabolika die Windschattenduelle. Der Meistertitel von Jesko Günther durch den Sieg am Samstag ja schon fix. Und deshalb eher verhalten. Zur Belohnung darf Jesko Günther mit einer Wildcard in der Supersport-WM mitfahren. Zum Glück keine Verletzungen bei am Ende dann doch akzeptablen Bedingungen. Knobloch vorne. Was war mit Daniel Sutter? Der versuchte, sich abzusetzen. Das war ihm ja schon ein paar Mal in dieser Saison gelungen, aber im Motodrom dann Günther Knobloch immer näher dran am Schweizer. Natürlich will man die Saison so gut wie möglich abschließen. Und wie gesagt, es geht um den Vizetitel. Die letzten Meter des Rennens. Ein packender Krimi. Knobloch auf der etwas besseren Linie. Sutter zu weit innen, wird dann nach außen getragen und versucht jetzt ranzufahren. Und dann gibt es die Berührung. Knobloch jubelt über den Sieg und Daniel Sutter stürzt. Zwar rutscht das Motorrad über die Linie und der Fahrer letztendlich auch. Trotzdem, sie müssen eine Einheit binden, keine Punkte also für Sutter. Ich weiß halt nicht. Wir haben uns berührt, ich bin gestürzt, er fuhr weiter, ich sehe so aus. Ja, so sieht kein Fahrer aus, der auf Platz 2 steht. Das war sicher von seiner Seite ein zu aggressives Manöver, aber ich bin mit sicherlich 3 Meter Abstand vorbeigefahren. Und wenn er dann noch mitten auf der Tür versucht, einen Schwenker zu machen und mich hinten berührt, tut es mir natürlich leid für ihn. Fakt ist, ich war vorne und es ist seine eigene Schuld. Knobloch also der Sieger, neben ihm Peschek und der neue deutsche Meister Jesko Günther auf dem Podest.